Es war einmal vor uralten Zeiten ein sehr reicher und mächtiger Kaiser, der lebte in China. Er regierte schon seit vielen Jahren und hatte das Leben immer in vollen Zügen genossen. Doch er merkte, dass nun auch er begann zu altern und zu kränkeln. Das machte ihn verdrießlich und er rief seinen treuen, weisen Ratgeber zu sich und fragte ihn, was man da tun könne. Sein Berater berichtete ihm von einem hundertjährigen Qigong-Meister, den man Land auf Land ab den Unsterblichen nannte und der weit ab von der Zivilisation als Eremit in einer einsamen Bergregion, die von undurchdringlichen Wäldern umgeben war, lebte. Dieser Meister kenne das Geheimnis der ewigen Jugend. Der Kaiser sagte: Bringt ihn zu mir. Sagt ihm, er soll reichlich entlohnt werden. Ich will, dass er mich seine Übungen lehrt. Der Kaiser entsandte seinen Ratgeber, eskortiert von seinen Leibwächtern, um den alten Meister zu finden. Es dauerte 3 Wochen, bis der Trupp die armselige Klause, in der der Unsterbliche lebte, erreicht hatte. Der Ratgeber des Kaisers trug dem Alten die Einladung des Kaisers vor und erzählte ihm von der Pracht des kaiserlichen Palastes und bot ihm unermesslichen Reichtum, wenn er nur mit ihnen käme und dem Kaiser die geheimen Übungen der Unsterblichkeit lehre. Doch der alte Meister antwortete ihm nur: Siehst du dort in dem Schlammtümpel diese Wasserschildkröte? Schau, wie glücklich sie ist. Denn sie befindet sich genau in ihrem Element. Marmor, Edelsteine, Jade, Gold und Paläste bedeuten ihr überhaupt nichts. Und genauso ist es mit mir. Ich fühle mich hier in meiner armseligen Hütte, mitten in der Natur, weit ab von dem Getümmel der Städte am wohlsten. Nein, ich möchte wirklich nicht mit euch kommen. Der Ratgeber des Kaisers war verzweifelt und erklärte dem Alten, dass der Kaiser ihn in den Kerker werfen würde, wenn er ohne den Meister zurückkehre. Der alte Meister sagte ihm jedoch: Bleib 3 Wochen bei mir, und ich werde dich alles lehren, was der Kaiser braucht, um wieder jugendlich zu werden und es auch zu bleiben. Es ist ganz einfach, und du kannst es dann selbst dem Kaiser beibringen. Der unsterbliche Meister lehrte den kaiserlichen Ratgeber in den folgenden 3 Wochen die 7 Übungen des Drachen. Dann trennten sie sich und der Ratgeber zog mit der Eskorte wieder zurück in die Zivilisation, in die Hauptstadt des Reiches. Zunächst war der Kaiser enttäuscht, aber was blieb ihm anders übrig? Er lernte die 7 Übungen des Drachen von seinem treuen Ratgeber. Und wie es der alte Qigong-Meister ihm hatte ausrichten lassen, übte er 2-mal täglich, einmal morgens und einmal abends. So wurde der Kaiser 124 Jahre alt, und das bei bester Gesundheit. Diese 7 Übungen gehören seitdem der Dynastie des Kaisers und wurden am kaiserlichen Hof von Generation zu Generation weitergegeben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Erlernen des Qigong des Kaisers. Nehmen Sie die Wuxi-Haltung ein und gehen Sie jetzt in sich. Spüren Sie in Ihre Mitte und kommen Sie bei sich an. Sammeln Sie sich und stellen Sie sich jetzt einmal vor, Sie könnten alles, was Sie so bedrückt, einfach so abschütteln. Wie ein Hund, der aus dem Wasser kommt und sich wieder trocken schüttelt. Und nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Schütteln Sie alles ab.
Das Qigong, die Verjüngungsübungen des Kaisers, besteht aus 7 Übungen. Jede einzelne dieser 7 Übungen wird über 3 Minuten durchgeführt. Also dauern die Verjüngungsübungen des Kaisers ca. 21 Minuten. Ich schlage vor, üben Sie zweimal am Tag dieses Programm. Am besten einmal morgens und einmal abends. Diese Übung stärkt den Energiepegel im unteren Hauptenergiezentrum, dem unteren Dantian. Beide Hände berühren den Körper nicht. Die Hände befinden sich in einem Abstand von etwa 10 cm zum Körper. Lassen Sie die liebevollen Strahlen Ihrer Aufmerksamkeit durch Ihre Handinnenflächen auf ihren Unterkörper scheinen. Die liebevollen Strahlen ihrer Achtsamkeit erzeugen angenehme Wärme, angenehme Schwere im unteren Körperbereich. Körperliche Übungen bilden die Grundlage für geistige Übungen. Wenn wir unserem Körper Zuwendung schenken, kann sich unser Geist ungehindert entfalten. Die Verjüngungsübungen der chinesischen Kaiser wirken ausgleichend auf die Ausschüttung der inneren Sekrete und verbessern somit die Stabilität des Immunsystems. Diese Übungen helfen auch denjenigen, die unter Schlaflosigkeit, Müdigkeit, Schwäche, Angst, Misstrauen, Jähzorn, Depressionen, Gedächtnisverlust, Übergewicht, aufgeblähtem Bauch, Verstopfung und Schlafsucht leiden. Wer die Verjüngungsübung der chinesischen Kaiser praktiziert, wird stärker, gesünder und jünger. Außerdem intensiviert es die sexuelle Antriebskraft.
wenn Sie die restlichen 5 Verjüngungsübungen der chinesischen Kaiser kennenlernen möchten, gehen Sie auf unsere Internetseite www.qigongonline.de. Dort können Sie sich die komplette DVD bestellen.